Willkommen zurück im Kurs. Wir haben nun schon darüber diskutiert, wie ein typischer B2B-Marketing-Prozess verläuft und wie dieser aufgebaut ist. Jetzt stellt sich aber die Frage, wie wir bei all der Komplexität der Themen, Ansprechpartner, Strukturen und Produktmodelle all diese Themen auch fokussiert an unseren Kunden kommunizieren. Wie können wir also den Wert, den unser Produkt für den Kunden hat, tatsächlich in diesem komplexen Setting so rüberbringen, dass Entscheidungen auch getroffen werden können. Ein sehr häufiges Missverständnis im B2B-Produktmarketing ist es, dass das Selling-Team grundsätzlich davon ausgeht, dass alle Produkte kundenspezifisch gestaltet werden müssen. Das ist weder effektiv noch entspricht das der betrieblichen Realität. Was wir tatsächlich sehen, ist, dass die Ansätze zur Produktvariation tatsächlich eher den standardisierten Ansätzen der Massenproduktion aus dem B2C-Produktvermarktungsansatz kommen, also dort, wo verschiedene Varianten ein und desselben Produktes immer wieder verkauft werden. Dieses Bild zeigt Ihnen, wie so etwas aussehen könnte. Und nun können wir auch Teile dieses Vermarktungsansatzes der Variationen im B2B-Segment einsetzen und einfach lernen, was das B2C-Marketing richtig macht. Dies bezieht sich dann vor allem auch auf die Ausnutzung von sogenannten Skalenvorteilen bei der Vermarktung ein und desselben Produktes, also in unterschiedlichen Kombinationen. Das bringt Kostenvorteile und wird natürlich heute intensiv beim Konsummarketing eingesetzt. Neben Produkten haben wir ja auch bereits über Service- und Dienstleistungsvermarktung im B2B gesprochen. Das ist ein ganz anderes Segment. Beim Dienstleistungsmarketing geht es tatsächlich um die Erfüllung der individuellen Bedürfnisse, die unser Kunde hat im Rahmen beispielsweise der Unterstützung, Vorbereitung oder Nachbereitung einer Produkteinführung oder des Systembetriebs oder auch der Weiterentwicklung eines Systems, das bereits im Einsatz ist. Dienstleistungsmarketing kann sich also auf letztendlich alles beziehen. Vom Aufbauen einer Anlage, der Montage der Anlage, der Kalibrierung von bestimmten Systemen oder auch der laufenden Zertifizierung von Anlagen oder eines bestimmten laufenden Kundensupports für den Betrieb, beispielsweise von Softwarelösungen, die beim Kunden eben Anfragen generieren, die dann von den Usern der Software kommen. Letztendlich entsteht durch die Kombination aus teilweise standardisierten Produkten oder Produktgruppen eben diesen Variationen, von denen ich gesprochen habe, und eines bestimmten Dienstleistungsangebotes dann so eine Art hybrides Produkt. Unternehmen können also vor allem im B2B-Bereich über die Standardisierung von Produkten eben die bereits angesprochenen Skaleneffekte der Massenproduktion für sich selbst ausnutzen. In Bezug aber auf das Endprodukt, was der Kunde erhält, sehen wir dann eine maßgeschneiderte Version, eben in Form dieser hybriden Kombination. Unternehmen genießen also im B2B vor allem die Vorteile in Bezug auf die Kosten, aber letztendlich auch die Vorteile in Bezug auf den vom Kunden wahrgenommenen Wert, den ein Produkt hat, beziehungsweise eine Produktkombination. Und das bringt uns zu einem sehr wichtigen Konzept des B2B-Marketings, das bereits sehr lange im Industriegütermarketing existiert, dem sogenannten Wertansatz. Es geht dabei um die Idee, dass ein Produkt hinsichtlich seiner wahrgenommenen Werte modular entziffert werden kann, weil eben ein Produkt nicht nur einen wahrgenommenen Wert enthält, sondern relativ viele. Wenn wir also jedes Produkt breit genug aus der Perspektive des wahrgenommenen Wertes und des Einsatznutzens beim Kunden her denken, dann können wir die unterschiedlichen wahrgenommenen Wertmodule aus einem Produktpaket heraus identifizieren und diese eben neu zusammensetzen. Auch sind wir über diesen Wertansatz in der Lage, den materiellen Teil vom immateriellen Teil eines Produktangebots abzutrennen. Das hatten wir bereits in der letzten Videosession besprochen. Am Ende liegt es an Ihnen als Selling-Team die richtigen Bausteine der Wertangebote zu einem hybriden Produktangebot wieder neu zusammenzusetzen und daraus ein passendes Produktangebot für den Kunden zu kombinieren. Das ist wichtig, weil wir im Buying Center mit ganz unterschiedlichen Arten von Entscheidungsträgern zu tun haben. Und je nach Situation und je nach Phase können wir nun die Wertbausteine strategisch neu konfigurieren und das Selling-Team kann wie ein Komponist damit beginnen, einen bestimmten Wert beim Kunden zu kommunizieren und zu komponieren. Schauen wir uns das mal an einem Beispiel an. So sehen wir, dass in diesem fiktiven Buying Center 5 unterschiedliche Mitglieder
beteiligt sind. Die Produktion, die Forschung, Entwicklung, der Einkauf, die IT und die Logistik. Und für jedes Mitglied in diesem Buying Center hat das Selling Team im Vorfeld dann eben einen bestimmten Wert identifiziert. Dieser Wert wird dann in der Argumentation mit dem Kunden innerhalb des Verkaufs- und Marketingprozesses eben genutzt und herausgehoben. Im Falle der Diskussion mit Mitgliedern beispielsweise aus dem Forschungs- und Entwicklungsteam des Kunden könnte es dann der technische Fortschritt sein und die Innovation unseres Produktangebotes, das in den Vordergrund gestellt wird. Sobald wir mit dem Einkauf reden, könnte das der Preis sein oder der Preis für die Lizenzen, der hier eine wichtige Rolle spielt. Sobald wir mit den Mitgliedern aus der IT sprechen, könnte es um Systemkompatibilität oder Infrastruktur für den IT-Betrieb gehen. Und für die Logistik könnte es sich um die Gesamtkosten des Transports oder das Handling und die Verzollung der Produkte handeln. Also können wir so die Interessen jedes einzelnen Mitglieds im Buying Center anders adressieren, auch wenn es immer um ein und das gleiche Gesamtprodukt geht. Nehmen wir gleich dieses Beispiel noch einmal auf, dann können wir nun schauen, wie das operationalisierbar wird. Ganz oben steht in der ersten Priorität die Kosten für das Produkt und die Lizenzierung des Produktes. Das könnte jetzt ein Punkt sein, der in einem Beispielfall für das Team des gesamten Buying Centers eine große Rolle spielt. Ganz oben steht eben genau dieser wichtigste Wert, der für alle wichtig ist. Nun ist es aber in der Realität so, dass nicht immer die gleichen Leute sich mit dem gleichen Problem identifizieren. Und nun sind ja mehrere Leute im Buying Center des Kunden mit beteiligt. Dann geht es eben in abgestufter Priorisierung weiter und wir können dann die Wertegruppen adressieren und priorisieren beim Kunden, die dann eine Rolle spielen, wie beispielsweise die technische Innovation unseres Produktangebotes oder die Möglichkeit der Integration in bestimmte IT-Prozesse oder eben die Materialqualität, die wir bieten. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Hier sehen Sie, dass wir bestimmte Werte auch aus der Diskussion gänzlich rauslassen können und uns nur auf die Werte konzentrieren, die für diesen spezifischen Kunden wichtig sind. Das ist beispielsweise ein Modell, was im Vertrieb gern mit kleinen und mittelständischen Kunden angewendet wird. Hier geht es sehr viel darum, dass wir Produkte in neue Wertkombinationen unterteilen und konfigurieren und daraus unterschiedliche Variationen bauen. Durch Weglassen also von Argumenten konzentrieren wir das Interesse des Kunden auf ganz bestimmte Aspekte und vermeiden so, dass wir Kunden überfordern. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass wir jetzt wissen, wie B2B-Produkte wertbasiert konfiguriert werden können. Wir wissen auch, welche Rolle in diesem Fall die einzelnen Phasen innerhalb des Marketings spielen und wie ein Selling-Team mit dem Buying-Center-Team über genau diese Werte in Kommunikation kommt und darüber spricht. Mit diesem Vorgehen des wertbasierten Ansatzes, und zwar modular aufgebaut, behält das Selling-Team letztendlich die Hoheit über die Kommunikation und kann die unterschiedlichen Wertaspekte eines Gesamtpaketes sehr individuell an die einzelnen Adressaten des Kunden tatsächlich adressieren.